In Kapitel 6 haben wir die Tschebyschew-Ungleichung aufgestellt, die uns eine untere Abschätzung für Wahrscheinlichkeitswerte ermöglicht. Wir haben gesehen, dass diese Abschätzung für beliebige Zufallsvariablen relativ grob ist. Ich hatte damals aber bereits angekündigt, dass eine deutlich bessere Abschätzung möglich sein wird, wenn wir beispielsweise wissen, dass die Zufallsgröße normal verteilt ist. Mit allem, was wir inzwischen über die Normalverteilung gelernt haben, können wir das nun genauer beschreiben. Lassen Sie uns gemeinsam nochmal auf Kapitel 6 zurückblicken und erinnern uns dort an die Tschebyschew-Ungleichung, die wir aufgestellt und bewiesen haben. Diese gab uns eine untere Abschätzung für die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable in einem bestimmten vorgegebenen Intervall um den Erwartungswert herum liegt. Wir haben damals zwei Spezialfälle angeschaut, nämlich einmal die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable um weniger als eine oder zwei Standardabweichungen vom Erwartungswert abweicht. Die Abschätzung für das Intervall der Größe 2 Sigma, also für den Fall, dass die Zufallsgröße um weniger als Sigma vom Erwartungswert abweicht, war nicht besonders erhellend. Wir haben nämlich mithilfe der Tschebyschew-Ungleichung erfahren, dass die Wahrscheinlichkeit größer oder gleich 0 ist. Aber wir wissen, dass jede Wahrscheinlichkeit größer oder gleich 0 ist. Damit haben wir durch die Tschebyschew-Ungleichung keine neue, noch nicht bekannte Erkenntnis gewonnen. Aber bei einer Intervallgröße von 4 Sigma konnten wir immerhin zeigen, dass 75% aller Ergebnisse dieses Zufallsexperiments in genau diesem Intervall landen werden. Und das war schon eine herausragende und große Erkenntnis. Damals hatte ich Ihnen aber auch gesagt, dass wir deutlich bessere Ergebnisse erhalten können, wenn wir mehr über die tatsächliche Verteilung der Zufallsgröße wissen. Die Tatsache, dass normal verteilte Zufallsgrößen sehr symmetrisch um den Erwartungswert herum sind, lässt vermuten, dass wir dort deutlich bessere Voraussagen erhalten können, und das können wir heute bestätigen. Das Ergebnis, könnte man sagen, ist sogar atemberaubend. Es lässt sich nämlich zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass x um weniger als Sigma vom Erwartungswert abweicht, immer 0,68269 und so weiter ist. Und zwar egal, welchen Wert von n und egal, welchen Wert von p Sie wählen. Das ist jetzt allerdings die dritte Blackbox von heute. Streng genommen müssten wir das Gauss-Integral jetzt ausrechnen, müssten dort einmal die Grenzen μ minus Sigma und einmal die Grenze μ plus Sigma einsetzen und könnten dann algebraisch nachweisen, dass die Werte μ und Sigma sich in der Rechnung jeweils wegkürzen. Was Sie aber machen können, ist, dass Sie sich von dieser Tatsache mithilfe dieser GeoGebra-Datei überzeugen. Sie haben hier wieder die Möglichkeit, die Binomialverteilung als Näherung ein- und auszublenden. Sie sehen hier auch die Normalverteilung angegeben und der hier eingefärbte Bereich ist gerade die Fläche auf dem Intervall μ minus Sigma und μ plus Sigma. Das verändert sich jetzt natürlich, wenn Sie unterschiedliche Werte von p und n wählen, weil diese jeweils den Erwartungswert und die Standardabweichung bestimmen. Wenn ich also andere Werte von p wähle, andere Werte von n, verändert sich einerseits die Funktion und damit insbesondere auch das Intervall und die Fläche, die Sie hier jeweils berechnen. Was sich nicht verändert, sehen Sie aber auch, das ist der hier ausgegebene Flächeninhalt von 0,68269, der hier eingeblendet ist. Egal wie Sie p und n wählen, dieser bleibt immer konstant. Nun lässt sich das Ganze auch auf andere Vielfache von Sigma übertragen. Wenn ich also beispielsweise statt μ minus Sigma und μ plus Sigma das Intervall μ minus 2 Sigma und μ plus 2 Sigma betrachte, erhalte ich natürlich eine andere Fläche, auch mit einem anderen Flächeninhalt. Dieser ist aber wieder unabhängig von der Wahl von n und p. Vielleicht machen wir das mal gemeinsam. Nehmen wir mal den Wert 2. Und Sie erhalten dann einen neuen Flächeninhalt der Größe 0,954. Sie können jetzt beliebige Vielfache einsetzen und sich jeweils dazu den passenden Flächeninhalt
ausrechnen lassen. Sie sehen hier, ich habe mal das Vielfache 1,64 eingegeben und erhalte den Flächeninhalt 0,89, sprich ungefähr 90% des gesamten Flächeninhalts. Und das ist wieder unabhängig davon, wie ich N oder P wähle, und das ist das Entscheidende. Ich würde Sie jetzt mal einladen, vielleicht wirklich mal verschiedene Vielfache von Sigma auszuprobieren und sich jeweils immer den Flächeninhalt ausgeben zu lassen und davon zu überzeugen, dass dieser wirklich ausschließlich von dem von Ihnen gewählten Vielfachen abhängt und nicht von anderen Werten, die Sie hier einstellen können. Statt nun ganzzahlige Vielfache von Sigma zu wählen und jeweils den Flächeninhalt zu berechnen, könnte man sich jetzt aber auch auf die Suche machen nach Vielfachen, die besonders schöne, aussagekräftige Prozentintervalle liefern. Also das Vielfache von Sigma liefert mir gerade ein Intervall von 90%. Das haben wir hier mit 1,64 gegeben. Auf die gleiche Art und Weise könnten wir uns fragen, ein Wievielfaches von Sigma muss ich nehmen, damit ich 95% oder 99% der Fläche erhalte. Und solche markanten Werte habe ich Ihnen hier mal zusammengetragen. Sie sehen hier, gerade 90% des Flächeninhalts oder 90% aller Ergebnisse des Zufallsexperiments erhalten wir bei einem Vielfachen von 1,64, 95% bei einem Vielfachen von 1,96, 98% bei einem Vielfachen von 2,33 und 99% bei einem Vielfachen von 2,58. Dass das für binomiale Zufallsvariablen nun auch gilt, also nicht nur für normal verteilte Zufallsvariablen, liegt natürlich daran, dass die Normalverteilung diese binomial verteilten Zufallsvariablen annähert. Auf diese Erkenntnis haben Sie sich aber auch in der letzten Woche in Aufgabe 7.7 bereits eingelassen. Da haben Sie auch schon entdeckt, dass die Wahrscheinlichkeiten in diesen Intervallen sich für große n zu stabilisieren scheinen. Aus diesen Überlegungen ergeben sich jetzt eine Reihe Anwendungen, die eine Antwort auf durchaus relevante Fragen in zufallsbedingten Situationen ermöglichen.